Yeah, ladies and gentlemen, da sind wir wieder mit der Superior Session. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein bisschen Spaß da draußen vor dem Rechner. Also ich fand's ganz schön gerade. Ne? Ja. Pass mal auf, ich muss mal kurz... Der Raimund, der geht jetzt mal kurz. Check, check. Ach ja, guck mal, mich hört man auch. Die Box reparieren. Ja, der Raimund, unser Soundmann normalerweise bei der Superior Session jetzt auch. Heute ist der Serious. In der Co-Op-Rolle mit seinem Gehirn. Ja, die beiden Gehirnhälften müssen zusammenarbeiten, denn er muss auch moderieren. Ja. So. Ich frag dich mal direkt was, Raimund. Du kannst bestimmt ein paar Worte zum Neuland noch sagen. Vor allem für die Leute auch, die vielleicht jetzt gerade erst eingeschaltet haben, sind ein paar dazugekommen. Was geht hier ab? Ey, hier gehen echt viele Sachen ab. So, die haben ja auch schon mal gestreamt und da habe ich auch ein paar Sachen gesehen. So ein Quiz haben die gemacht. Das war auf jeden Fall sehr interessant, weil auch viele, also waren sehr viele Bochumer Fragen. Und ich muss echt sagen, als Bochumer war ich so ein bisschen überrascht, dass ich echt keinen Plan habe. Bei manchen Sachen so, ne? Ja, es, keine Ahnung, hier geht auf jeden Fall vieles Ausstellungen. Hier gibt es gutes Essen, gutes veganes Essen. Die Getränke sind super, die Leute sind super nett. Und das ist hier der Wostspitze e.V., West-Ost-Spitze. Und hier ist einfach eine schöne Lokalität. Und ja, ich war hier, wie gesagt, schon mal vor 10 Jahren. Und es hat sich sehr zum Positiven gewandelt und deswegen sind wir auch hier. Ne? Also das ist einfach sehr, sehr schön, was hier passiert und man kann sich hier einfach auch ausleben, wenn man gute Ideen hat, ist man hier immer willkommen, um seine Projekte zu verwirklichen. Ja, ja. Ich muss auch also sagen, wie jetzt gerade. Halt, ich finde es auch super nice und auch, ne, auch wenn es jetzt ein Livestream ist, ohne großes Publikum oder so, finde ich, kommt es für mich als MC auch am nächsten an das Gefühl dran, mal wieder irgendwie live zu performen, anders als wenn man nur im Wohnzimmer vor der Kamera steht oder so. Deshalb auf jeden Fall vielen Dank an das Neuland, dass wir den Shit hier machen können. Und ihr dürft klatschen. Krass, Alter, die hören uns ja zu, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Nein, glaubst du nicht? Du hast ja so ein bisschen hier die Organisation auch dann in die Hand genommen, sag ich mal, ne? Und die Live-Acts rangekarrt. Was erwartet uns denn heute hier so ein bisschen? Also, wir haben jetzt gleich den Funky Fader, dann haben wir den Adrenalin, wir haben auf jeden Fall noch den Ted am Start und du machst noch ein paar Songs. Ja. Und wir haben als Hauptdeck den Keko und der hat jetzt auch gerade seine frische Platte rausgebracht und da werden wir jetzt, glaube ich, mit dem Jones mal ein bisschen quatschen. Komm mal hoch, Digga. Ja, Jones, wir brauchen dich, ganz schnell. Und dann Apple Jones! Hier. It's go time. Yes. Grüßt euch, Männer. Einen wunderschönen. Hallo. Schönen guten Abend zusammen. Wie geht's dir, Jones? Aus in die Runde, hallo. Wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Es ist voll kalt, Mann. Ja, das stimmt, aber wir machen uns warm. Also mir ist arschkalt, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Möchtest du kuscheln? Ja. Okay, dann nach dem Auftritt darfst du mich in den Arm nehmen, dann darfst du mir was Dreckiges ins Ohr flüstern. Nice. Ich denke mir schon mal was aus, Alter. Wie ist denn das für dich? Hast du jetzt in dieser solchen Zeit irgendwie viele Auftritte gehabt oder gar keinen und wie waren die so? Ich hatte genau einen. Den hatte ich dank Keko, der heute Hauptdeck ist. Das stimmt überhaupt nicht. Wann hatte ich denn noch einen? Es waren drei. Drei? Wo und zwar zweimal bei der Superior Session. Ja, okay, natürlich bei der Superior Session. Ja, das war online, klar. Aber live hatte ich halt echt nur einen und direkt hier gegenüber, ne? Bei der Rotzstraßen-Jam, das war ganz geil. Wir haben die ganzen Graphs und so. Und war eine geile Location, war super Wetter. Ich hatte auch einen kleinen Sonnenbrand. Und das war der letzte gute Herbsttag, den man mitnehmen konnte, oder Spätsommertag. Ja, ja. Wurde auch bullen heiß, war, ne? Ich hatte sogar noch kurze Hose an, das kann ich mir gar nicht vorstellen gerade. Nein, aber es war mega cool. Also live ist natürlich immer perfekt, deswegen freue ich mich auch. Warst du denn so auf Konzerten irgendwie? Warst du, hast du Konzerte nicht, besucht? Also gar ich habe mich völlig barrikadiert, Alter. Ich habe... war eigentlich nur zu Hause. Also wenn du gleich performst, ist für dich dann so, jetzt ist natürlich kein Publikum da, aber dann der erste quasi Stage, Stage dann dein erstes Mal seit solchen Zeit begonnen hat oder was? Ja, das erste Mal jetzt nicht, aber ja. Bist du ganz doll aufgeregt und hast Schiss zu verkacken? Nee, gar nicht. Ich gehe da mit so einer gewissen Gleichgültigkeit ran. Also ich weiß ja, was ich kann und ist alles cool. Ich fühle mich ein bisschen, also... Weißt du, ich bin so ein Dicken so, weißt du, der jetzt hier sitzt so und dann habe ich einfach, also ich fühle mich so ein bisschen, als wenn ihr gerade so Anfang 20 wärt, weißt du, ich habe noch L an und habe auch noch eine Daunenjacke an, die ungefähr genau die Größe hat. Also ich passe da ja genauso rein.
Wollt ihr mich jetzt irgendwie, Alter, verarschen? Ja, du hast ja schon deine natürliche Jacke an. Was soll ich dir erzählen, Alter? Das stimmt, das stimmt. Ja, Jones, Alter, du hast ja was mit dem Keko gemacht, ne? Ja, Mann, genau. Wir haben, der Keko hat mich netterweise gefragt, ob ich Bock habe, einen Track mit dem zu machen. Habe ich natürlich direkt ja gesagt. Und wir haben mit einem Weitwinkel zusammen ein Video gedreht. Ach, ja. Zum Track Gegenmittel. Der Beat stammt von Widder Beats. Ein sehr cooler, fresher Typ. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Widder Beats, Weitwinkel auch genauso auschecken. Guter Videomacher. Und ja, wir haben zum Track vom Kekos Album, Therapeut heißt das, ist gerade auch rausgekommen, ist gerade erschienen, yeah, ein Video gemacht. Und ich glaube, wir gucken uns das auch gleich an, ne? Ja, und danach hast du auch noch was mitgebracht, ne? Ja, ich habe noch zwei Tracks dann mitgebracht. Einmal Weltenbummler, Beat ist von meinem Mann Pulo, ein Kumpel von mir. Und Bullen, das ist ein Track, den habe ich in der Zeit geschrieben, da wurde ich irgendwie in der Woche 5-mal von den Bullen angehalten. Und das ging mir richtig auf den Sack und dann musste ich mal meine Wut irgendwie textlich kanalisieren und hab das Ganze auf den Beat gepackt und das werdet ihr auf jeden Fall hören, da ist auf jeden Fall ein bisschen Power drin. So. Schön. Und wir sehen dich auf jeden Fall später noch mit dem Keko. Ja, Mann, genau. Und ihr seht mich nochmal live mit Keko gleich, ja, ne? Dann vielleicht letzte Frage von meiner Seite. Hast du in dieser ganzen solchen Zeit viel Sachen geschrieben? Hast du die Zeit genutzt, so wie man sie nutzen könnte? Oder warst du auch in einem Loch und hast dir erstmal gedacht, oh fuck, weil ich kenne viele Leute, denen ging es so, die wollten schreiben, haben aber echt überhaupt nichts irgendwie auf die Kette gekriegt. Ich kenne auch Leute, die haben einfach 100 Songs gemacht. So. Wie war das bei dir? Das Ding ist, ich habe einfach nichts erlebt. Ich hatte nichts mehr zu erzählen. Ich hätte einfach erzählen können, wie ich vom Kühlschrank zur Couch, von der Couch aufs Klo und dann wieder Song, zum Kühlschrank. Es wäre ein super Hit, aber mir ist einfach nichts eingefallen. Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Aber jeder hätte es nachvollziehen können. Weißt du, da hättest du alle emotional mitgepackt. Ich gehe zu meinem Kühlschrank, ich putze mir die Zähne, so ein Shit. Dann hätte jetzt jeden abgeholt, Alter. Verdammt. Das hat aber ja schon Ibiza, Gott sei Dank, übernommen mit seinem Track. Ja, aber du hast einen anderen Style, deswegen wär's ein anderer Song. Er hat Geburtstag heute. Du könntest das gleiche Thema benutzen, aber es wäre ein komplett anderer Song, weil du einen ganz anderen Style fährst als er. Das stimmt, also halt dich doch nicht so zurück, Junge. Das stimmt, ja. Es wäre wahrscheinlich ein fresher Song, aber ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen. Genau, und ich kann es jetzt auch nicht übers Herz bringen, die ganze Zeit mit ihm zu quatschen. Ich will das auch nicht. Also, Superior Session. Ihr stay tuned. Ihr habt gehört, was jetzt gleich gezeigt wird. Wir sehen ein paar Videos von Jones, von Keko, Alter. Und dann gibt es hier noch zwei Songs auf Ohren und zwar live. Es ist Raimund, es ist Jones. Mein Name ist Proton. Wir sind die Superior Session. Yeah.